Hallo, liebe Leute, wir sind wieder zurück mit dem FM21 in unserem Journeyman Safe. Und ja, was soll ich sagen? Wir haben den Job gefunden. Ich habe jetzt mal die ganze Jobsuche ein bisschen geskippt. Wir sind in unserer sozusagen zweiten Season, also bei unserem zweiten Verein. Und ich hatte die Wahl zwischen einem nordirischen Verein und einem Verein aus Uruguay. Und ich habe mich für den Verein, wie ihr sehen könnt, aus Uruguay entschieden. Einfach mit dem Hauptgrund, dass wir in Chile waren und dementsprechend auch schon fließend Spanisch sprechen. Und ich fand, es macht sehr Sinn, in Südamerika zu bleiben, wenn wir können und dann auch noch mit derselben Sprache. Fand ich eine sehr gute Idee. Und ich fand auch das Projekt, kann ich eigentlich hier einen Trainerkurs anfragen? Nein, kann ich nicht, schade. Ich fand das Projekt auch sehr ansprechend. Wir sind, ich dachte erst, wir sind in der ersten Liga in Uruguay gelandet, aber leider nicht. Wir sind abgestiegen, noch ohne mich. Deswegen befinden wir uns in der zweiten uruguayischen Liga, allerdings mit einem Medientipp von 2. Und die ersten 2 gehen hoch und von 3 bis 6 ist Playoff um den Aufstiegsspot. Bedeutet, wir sind in einer relativ guten Position. Es ist einfacher als in Chile aufzusteigen. Und unser Ziel ist mindestens die Aufstiegsrelegation zu erreichen. Ich vermute mal, das hat damit mit den Playoffs zu tun. Bedeutet, wenn wir es schaffen, Zweiter zu werden, haben wir kein Problem. Wir können uns mal kurz die Saisonvorschau anschauen hier. Zweiter Platz hinter Phoenix, die auch abgestiegen sind. Und ich kann euch sagen, in der ersten Liga in Uruguay ist das Abstiegssystem crazy. Man steigt nicht ab aufgrund der Position in der Tabelle. Nee, das wäre ja zu einfach. In der ersten Liga steigt man ab aufgrund der durchschnittlichen Punkte aus den letzten 2 Jahren. Und die waren letzte Saison Sechste, die Dudes, die wir jetzt übernommen haben, und sind runtergegangen. Das ist, fand ich ziemlich lustig. Genau. Das ist unser Team, wenn ich vorstellen darf. Warte mal, Salomon Rodriguez, der gehört da aber nicht hin. Du gehörst so. Genau. Das ist unser Team. Das ist unser Superstar. Parra, bloß in Uruguay und ein bisschen älter. Guter Spieler. Extraklasse der ersten Liga. Also wir haben wieder einen, an dem wir uns hochziehen können. Der Dude wär ausgelaufen. Der war verliehen letzte Saison. Ich habe ihn mal eben smooth verlängert. Wir waren in Peru in der ersten Liga aktiv. Genau. Wir haben ein kleines Problem im Team. Und das, wenn ihr euch die ganzen Sternebewertungen anseht, könnt ihr vielleicht schon direkt feststellen, ja, es ist der Torwart. Und das Problem ist nicht mal das hier, das Problem ist das hier, die physischen Werte. Der Torwart ist 34 und hat eine Grundfitness von 8. Falls ihr es nicht wisst, Grundfitness sorgt dafür, dass der Spieler schneller abbaut. Und hier steht auch schon Ergänzungsspieler über dem Zenit. Aber es ist halt leider unser bester Keeper, der war letzte Saison sogar die Nummer 1. Hat sogar relativ okay gespielt. Der Ersatzkeeper, der hier, ist leider nicht besser. Das Problem ist, dass der 2 sehr, sehr große oder 3 sehr große Lücken in seinem Spiel hat. Strafraumkontrolle von 6 ist übel. 1 gegen 1 von 8 ist auch hart. Und Abschlag 6 ist auch hart. Deswegen werden wir das so machen. Wir werden den Dude Stamm spielen lassen. Aber sobald da irgendwas ist, wo ich denke, das gefällt mir nicht, spielen wir lieber ihn, weil er hat eine Zukunft. Und eine Wahl haben wir eh nicht. Ich meine, er ist auch 2,5, aber wenn man das mit meiner Taktik macht, die ich so gerne mache, sieht man, der hat zwar hohe Bälle und Beweglichkeit und halten besser, upsala, aber minus 10 Strafraumkontrolle. Nee, nicht Strafraumkontrolle, rau. Was ist rau? Spielt auch keine Rolle. Abschlag ist jedenfalls. Ah, nee, ich glaube, es ist Abschlag. Weil da hat er 6 und der Dude hier 16. Deswegen werde ich das ein bisschen ausnutzen. Der Dude hier wird riskantere Pässe spielen, falls ich das euch kurz zeigen kann hier, mehr Risiko. Und dadurch hoffen wir, dass wir da ein bisschen was rausholen können. Ansonsten müssen wir halt irgendwie schauen. Wir haben auch noch den Typen hier in der Hinterhand, der ist auch erst 18. Mal schauen, wie das läuft. Der Rest ist ziemlich gut für das Niveau. Das hier ist ein ziemlich guter Spielmacher, auch wenn er sich gerade verschlechtert, aber. Ja, also viele, viele gute Spieler im Team. Können wir direkt mal gucken, was wir reißen. Wir spielen heute, wir haben die ganzen Freundschaftsspiele schon hinter uns gebracht. Spielen heute gegen Rampla Juniors. Die sind predicted 10.
Also eher gegen Abstieg gesehen. Da wollen wir mal hoffen, dass wir direkt ein bisschen was mitnehmen können. Wir spielen direkt primär erstmal mit unserer Ballbesitztaktik, die wir auch schon bei den Chilenen-Kunden hier, sag schon, kultiviert haben. Und ich bin gerade noch am Überlegen, ob ich Leites mitnehme. Aber wir haben einen Mann für links, wir haben keinen Mann für rechts. Das ist ein bisschen belastend. Komm, wir gehen mal Risiko, wir nehmen keinen Torwart mit. Whatever. Starten wir mal den Lachs hier. Ja, jetzt habt ihr mal so einen groben Überblick, wo wir uns befinden. Wegen Rot habe ich jetzt auch mal das Milan-Trikot angezogen. Passt farblich am ehesten zu meiner Trikotauswahl. Und ich meine, ein Trikot aus der uruguayischen Liga kriegt man jetzt hier in Deutschland nicht so einfach. So, alles Gute da draußen, habt Spaß. Wir gehen hier mal erstmal locker rein. Und unser Stürmer ist erstmal demotiviert. Ehre. Ja, ich freue mich. Also, nochmal unsere Aufstellung. Der Perez hier, der rechte Flügel, der ist ziemlich jung. Der ist erst 21 oder 20, wenn ich mich nicht irre. Er spielt eine Fünferkette. Interessant. Logischerweise, ich kenne keinen Mann von den Gegnern, außer vielleicht mal durch Glück, wenn hier ein Spieler langläuft, der viel in nicht in Deutschland, in Europa aktiv war oder in der uruguayischen Nationalmannschaft, dann sagt er mir vielleicht was, aber das ist dann doch eher unwahrscheinlich. So, Pintos, über links. Also, Leute, das nehmen wir mal so mit, würde ich sagen. Was ist das denn bitte gewesen? Holy. Also, das ist echt ein beeindruckendes Eigentor. Nicht schlecht. Ja, so kann es gehen. Wir führen, ohne dass auch nur ein Schuss im Spiel gefallen ist. Nice. Okay, das ist unser Schuss. Jetzt sieht es zumindest so aus, als ob wir es verdient hätten. So. Also, wir führen schon mal. Haben 80% Ballbesitz, 97% Passquote. Das sieht sehr nice aus bis jetzt. Das freut mich. Jetzt die ganze Saison so weitermachen. Das wäre natürlich perfekt, aber wir wissen ja alle, wie Fußball funktioniert. Und Fußball funktioniert nicht so. Romero, was für ein freier Raum auf der rechten Flügel. Nochmal eine gefährliche Flanke. Kommt leider nicht. Lemos, unser Spielmacher. Auf Pintos, unser Linksverteidiger. Zurück auf Lemos. Zurück auf Pintos. Auf Ramos. Jetzt schöne Kombination. Pintos schlägt da noch so eine messerscharfe Flanke. Nein. Aber Lemos schlägt eine. Und das ist unser Stürmer. Sigales. Maximiliano Sigales. Und der macht sein erstes Saisontor. Das ist natürlich sehr schön. Vor dem Mann habe ich ein bisschen Angst. Einfach aufgrund des Fakts, dass der Typ 8 Nervenstärke hat. Bedeutet, der kriegt Panik, wenn er vom Tor steht. Da sah es relativ solide aus. Ja, unsere Mannschaft spielt auch ziemlich gut. Also für ein 2-0 nicht so gut, aber ich meine, das 1-0 noch ein Eigentor. Das wird die Noten nicht so stark beeinflussen. Oh nein, oh Gott. Direkt zum Anstoß weg einen Elfmeter verursachen. Das ist natürlich. Und jetzt, das Ding ist, egal ob die treffen oder nicht, der Spieler wird fucking unverdient aussehen. Ja, traurig. Das ist ein hartes Ding gewesen von Oliveira. Aber was willst du machen? Wir schreien mal erstmal nicht, weil die Spieler können uns nicht so gut leiden, weil wir eine relativ geringe Reputation im Verhältnis zu den Spielern haben. Was ist bitte das für ein Pass, Colaso? Das ist eine Katastrophe gewesen. So, jetzt bitte mal fangen. Bitte mal einen Fuß reinkriegen, Zweikampf gewinnen, Passspiel aufziehen. Das wäre jetzt eine schöne Strategie. Ja, okay. Lass der Fuß weitergeben. Sehr schön. Puh, da habe ich schon Angst bekommen, dass wir jetzt hier von einem 2-0 direkt in 2-2 rennen. Das wäre natürlich sehr belastend. Innerhalb von 20 Minuten 2-0 zu führen und dann nicht mehr, überhaupt nicht mehr zu führen. So, Abisab, unser Superstar. Auf Lemos. Auf Ramos. Und Colaso. Schade. Trifft da, glaube ich, noch den Pfosten. Keine so schlechte Gelegenheit. So, wir brüllen mal rein, dass die sich bitte ein bisschen beruhigen sollen. Ja, auch entgegen der XG würde ich sagen, ist eine verdiente Führung.
Einfach weil das Eigentor eine fucking Katastrophe war von denen. Und ein Elfmeter. Ja. Münzt zwar in XG, aber wie verdient das Ganze dann ist, sei mal dahingestellt. Oh, das ist ein übler Stellungsfehler. Stark. Und dann hat Oliveira dafür gesorgt, dass wir zwei Gegentore kassieren. Das zweite Gegentor geht auch auf ihn. Ach, Leute, Leute, es geht genauso nahtlos so weiter wie in Chile. Zwei Schüsse, zwei Gegentore. Da sieht man es sehr schön. Das ist doch nicht Ritze, oder? Nee, ist Oliveira. Oh Mann, Leute. Ja, das ist nicht gut genug. Und das sage ich euch auch so. Schade. Ja, zeigt es ihnen, dass ihr den Unterschied ausmachen könnt. Auch wenn ihr jetzt demotiviert davon seid, warum auch immer. Aber was soll ich euch sagen? Ich meine, ihr führt hier 2-0 und brecht komplett weg. Der Elfmeter okay, aber das Gegentor ist einfach wieder absolut schlecht. Aber ich werde halt meine Anlage nicht ändern. Ich werde nicht mit einer tiefen Linie spielen. Das bin nicht ich und das werde ich auch nicht tun. Können meine Verteidiger noch so langsam sein? Da muss man halt einfach mal sein Stellungsspiel down haben. Das ist halt einfach so. So. Die haben 31% Ballbesitz. Man sieht es an den Highlights leider. Nicht. So, Fuß rein. Ne, langer Ball. Unbelievable. Geduldig spielen muss raus. Wir müssen Tore schießen. Was soll ich sagen? Sehr enttäuschend nach 2-0. So, Ramos. Kommt mal was? Also von unserem linken Flügel Abisab kommt halt nichts. Ja. Ist halt ein 1 gegen 1, was er nicht macht. Schade. Kann man auch mal rein nicken, anstatt auf den Torwart. Ach, Leute, Leute, Leute. Könnt euch doch jetzt nicht gegen Predicted Platz 10 wieder so schwer tun. So, Colaso. Unser rechter Achter. Auf Lemos, unseren Spielmacher. Pintos. Ja, das ist mal eine schöne Passkombination. Nee. Da habe ich genug gesehen. Vielen Dank für deine Vorstellung. Da brauche ich gar nicht mehr sehen. Die beiden Dinger darfst du gut und gerne machen. Den Innenverteidiger nehmen wir auch mal raus. Oh Mann. Gut. Sehr offensiv. Es kommt immer noch nichts von euch. Was soll ich einstellen? Das checke ich halt nicht. Es sind halt immer dieselben Probleme. Sie spielen unfassbar gut, dominant, ohne Ende, erarbeiten sich Torchancen. Jetzt mal die XG abgesehen, weil die sind einfach floored durch den Elfmeter. Und dann brechen die weg. Dann brechen die brutalst weg und es kommt halt nichts. Ja, kann man auch mal Elfmeter pfeifen, Herr Schiedsrichter? So, Romero. Quasi letzte Chance. Wunderschöner Versuch. In den Mann gekloppt, sinnlos, ohne nachzudenken. So, Perez auf Colaso. Oh mein Gott, Leute, 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 Leute. Ja, lass dir Zeit. Ist ja nicht so, als ob es hier unentschieden steht und wir schon gerne 3 Punkte mitnehmen wollen. So. Romero. Das kann nicht sein Ernst sein. Schade. Diese ganze Vorfreude, die man am Anfang der Saison hat, wird gerade durch ein Spiel komplett zerstört. Und mir ist bewusst, dass es 2-2 steht. Mir ist bewusst, dass wir nicht 3-0 verlieren gerade oder so. Aber es fühlt sich gerade so an. Weil die Vorstellung, die die Leute hier abliefern, gerade wirklich inakzeptabel ist. Ist halt schon wieder echt traurig. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Gut, liebe Leute. Nächstes Spiel. Diesmal geht's gegen Juventud de las Piedras.
Pedras, so. Die sind Predicted Vierter, also ein bisschen härter als der vorige Gegner. Und ich habe mich entschieden, ich bin wahrscheinlich der einzige Mensch auf der Welt, der mit seinem Stürmer nicht zufrieden ist, wenn er ein Tor geschossen hat. Ich fand die Leistung von ihm sehr, sehr schlecht. Zwei Riesendinger auf dem Fuß gehabt oder eins auf dem Kopf, eins auf dem Fuß, beide versaut. Deswegen geht Rodriguez rein. Mal schauen, ob der ein bisschen mehr macht. Und ja, Torwart hat eine 6-5 gespielt. Um ehrlich zu sein, ist der, glaube ich, für mich schon raus. Komplett. Auch wenn er besser ist. Aber wenn er schlecht spielt, kann ich auch den Jugendspieler spielen. So, dann verbessert er sich wenigstens. Romero ist gesperrt, weil rote Karte, habt ihr ja gesehen. Und der Leihspieler Matthias Thomas wollte ich eigentlich reinbringen, weil mich Abisaab auch ziemlich enttäuscht hat. Den wollte ich eigentlich auf die rechte Seite bringen und dann den Thomas rein. Aber der hat sich dann mal eben eine Knöchelverdrehung zugezogen und ist 3 bis 5 Wochen raus. Was auch echt klasse ist. Dementsprechend müssen wir ein bisschen umstellen. Abisaab und Perez bleiben drin. Rodriguez kommt in den Sturm. Bautista kommt auf rechts rein, der Ersatzrechtsverteidiger. Und der Torwart, der Ersatztorwart ist dann drin. In der Hoffnung, dass der vielleicht wenigstens keine 6-5 spielt. Hoffen wir mal. Und dem Oliveira, der die beiden Gegentore letztes Spiel verschuldet hat, ich sag den jetzt auch klar, ich erwarte nichts anderes als einen Sieg. Dem Oliveira, dem gebe ich mal noch eine Chance. Einfach weil er eigentlich das Level haben müsste. Und wir mal hoffen, dass das nur ein Freak-Accident war, was er da letztes Spiel fabriziert hat. Mal schauen. Also wir haben wieder mal viel Ballbesitz. Was uns natürlich per se jetzt erstmal nichts bringt. Außer man sollte meinen Sicherheit. Aber hat man ja letztes Spiel gesehen, dass es anscheinend nicht so ist. Dass die Mannschaft entweder auf einem ziemlich klapprigen Gerüst steht. Oder dass wir halt wie im letzten Verein schon einfach unfassbar viel Pech haben. Das ist ein solider Ballverlust. Oliveira lässt sich rauslocken. Linksverteidiger tut nichts anzugreifen. Schön, schöner Zweikampf. Ball ist trotzdem nicht da und da ist das Gegentor. Ja, was sollst du dazu noch sagen? So, Perez über rechts. Colazo, zurück auf Perez. Ramos wird im Strafraum umgetreten. Hat der Schiri nicht gesehen. So, stark geholt von Rodriguez. Nemos. Linke Seite ist komplett frei für Pintos. Abisaab. Legt nochmal raus. Perez. Stark. 1-1. Kopfballtor. Wir kassieren eins und wir schießen eins zurück. Sehr gut. Immer mal schnell eine Reaktion gezeigt. Aber unsere Defensive ist wieder eine einzige Katastrophe. Also, wir schlucken die Gegentore wie eine französische. Na, schönes Leere geköpft von Bautista. Hat er aber noch. Jetzt bitte kein Fehlpass. So, Lemos sieht Abisaab auf links. Der geht den Flügel runter. Geht ins 1 gegen 1. Gewinnt das. Legt einen schönen Ball. Perez. Da straft er mich Lügen. Ich wollte den Mann rausnehmen. Und jetzt macht er einen Doppelpack. Stark. Sehr, sehr schön. Schöner Abschluss. Auf dem schwachen linken Fuß, by the way. Glaube ich zumindest. Franco Perez. Ah, ne. Starker linker Fuß. Warum stelle ich den auf rechts auf, weil er einen starken linken Fuß hat? Warum sonst? Boah, schönes Tor. Bei unserem Glück habe ich den schon Vista Latte Linie rausfliegen sehen. Warum sehe ich eigentlich hier nicht die Aufstellung vom Gegner? Das ist auch so weird. Man sieht einfach doppelt seine eigene. So, Perez auf Lemos. Oben ist Pintos komplett
Mutterseelenallein, wie ein Vogel. Egal, sie nehmen Bautista mit auf der rechten Seite. Schöne Flanke. Schade. Die ist eigentlich gut reingesegelt. So, Pintos ist wieder komplett allein. Wird auch diesmal gesehen. Nicht so wie Marvin Platenhardt WM218. Da ist er. Boah, komm. Tor des Jahres. Ja, Mann. Nicolas Colaso. Was ein Ding, Alter. Ehre. Ja, ironischerweise macht der Stürmer nicht viel. Aber der Rest des Teams ist ein bisschen konsequenter in der Offensive und belohnt sich. Sehr, sehr schön, Leute. So wie ich das sehe. Nur Tore machen mich glücklich. So, weiter so, Jungs. Da können wir mal ein bisschen aufbauen hier. Torwart spielt eine 6-7. Schon mal 0,2 besser als der alte Sack. So. Wollen wir irgendwie durchwechseln? Ja, fühl dich nicht. Ich glaube. Upsala. Da ist der Orangensaft. Ich glaube, das lasse ich erstmal alles so, wie es jetzt ist. Wir haben ein kleines Problem mit dem Mittelfeld. Das ist ziemlich wenig Wechselmöglichkeit im Mittelfeld für mich. Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte. Was wollte ich denn? Hier, den wollte ich. So. Loben. So, jetzt können wir mal durchwechseln. Oder was heißt durchwechseln? Jetzt können wir mal so ein paar Wechsel anbahnen. Der Dude hier ist zum Beispiel eine Mittelfeldoption. Und ihr seht schon, 16 Jahre alt. Naja. Und wir haben noch ihn hier für die Innenverteidigung. Wer kennt ihn nicht? Wir stellen einfach einen Opel Corsa hinten rein. Aber wir haben noch Nicolas Fernandes. Ist der Linksfuß? Nee, er kann über rechts spielen. Bringen wir den mal über rechts rein. Können wir fünfmal wechseln? Warte, das checke ich mal jetzt eben aus. Nein, okay. Rückgängig. Dann behalten wir uns einen Wechsel mal vor. Wechseln wir mal die beiden Flügelspieler aus. Wobei er echt gut drauf ist mit seinem Doppelpack. Aber wir machen mal die Big Calls. Und geben dem anderen Leuten mal ein bisschen Spielpraxis. Pintos ist schon auf einer gelben Karte. Auch wieder ziemlich lange Ballbesitzphasen. 87% angekommene Pässe, schlechter als im letzten Spiel. Ah ja. Und das Ganze endet dann in einem sehr antiklimatischen Abseits. Leute, mein Herz. Ich hatte schon Angst jetzt mit dem Ersatzkeeper, dass der den nicht fängt. Dass der irgendwie seinen Weg ins Tor findet. Aber zum Glück können wir unserem Ersatzkeeper hoffentlich vertrauen. Was hat er für einen Haltenwert? 13. Ja, sollten wir eigentlich vertrauen können. So, Ballverlust in der Offensive. Und wieder ein langer Over-the-Top-Ball, aber unser Torwart passt auf. Ehre. Ich wollte schon upragen. Und wieder ist der Ball durch. Und diesmal ist er drin. Leute, ey. Warum ist jedes Mal unsere Defensive so schlecht? Mit qualitativ hochwertigen Spielern. Ich verstehe es nicht. Wie können wir schon wieder mit 0,4 XG zwei Gegentore fressen? Es ist statistisch unmöglich. Aber wir machen es einfach möglich. Wir verteidigen da hinten echt wie Kopflose. So, Leites. Leites. Naja, also das ist kein Highlight wert, Leute. Tut mir leid. So, ein bisschen Ruhe reinbringen. Pintos auf Ramos. Leites. Die Kombination flown. Cashflow. Ramos. Colaso Rodriguez Pfosten. Ich dachte, der wird in der Pfanne verrückt, wenn der Deutsche sagen würde. As we say in Germany. Ja, ich zögere noch ein bisschen mit meinem dritten Wechsel. Das ist ja ein bitterer Abwehrfehler. Und da ist Salomon Rodriguez. Und wie es halt nun mal so ist, macht der dann trotz doch sein Tor.
Na, Stürmerrennen ist eng. Ja, kann man mit seinem linken Fuß mal reinschrubben. Ich weiß jetzt nicht, ob der Dupe Linksfuß ist. Ist er. Okay, dann disregardet das. Wir bringen mal Costa noch über links. Gehen mal ein bisschen hier auf Vorsicht. Ah, wobei. Werden natürlich direkt ausgekontert, ist ja selbstverständlich. Ja, die See spaltet sich in der Mitte. Aber die treffen nur die Latte und der Rebound ist nicht drin. Immerhin. Wir sagen auch mal den Abwehr, den Außenverteidigern, dass die mal ein bisschen chillen sollen mit ihren Offensivläufen. Oliveira, hoch und weit und raus. Okay, der geht ins Tor. Ja, alles in allem auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Vielleicht in der Höhe nicht ganz, aber die haben auch zu viele Tore geschossen, also von daher passt das. Immerhin, 4 Punkte aus 2 Spielen ist zumindest mal ein Anfang. Ich weiß jetzt nicht, wie Phoenix gespielt hat. Wir spielen, das nächste Spiel ist auch direkt gegen Phoenix. Da sind sie, haben genauso gespielt wie wir, okay. Racing Montevideo ist anscheinend aktuell so ein bisschen die Mannschaft, die versucht wegzulaufen. Lemos mit seinem zweiten Spiel in Folge mit einer 8,0. Zwei Vorlagen. Guter Mann. Wie gesagt, nächstes Spiel ist schon gegen Phoenix und ihr seht, es sind wieder nicht so viele Spiele. Es ist irgendwie in Südamerika so ein Ding. Machen wir die nächsten beiden Partien noch. Machen wir Phoenix, die halt Number One Pick sind. Wobei ich jetzt auch keinen kenne. Sieht jetzt auch nicht so überragend aus für den Schlüsselspieler, aber scheinen ja nicht so viel zu wissen über MFM, wenn man nach den Ergebnissen geht. Ja, also die nächsten beiden Spiele wären es. Phoenix und Bellavista. Ich hoffe, da seid ihr auch wieder dabei. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auch gerne natürlich ein Abo da, falls ihr neu seid. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.